Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Gold Rush The Game. Ja, wir sind bereits in Folge 25 und ja, beim letzten Mal hatten wir noch gesagt, vielleicht reicht ja eine Schaufel, aber sie hat nicht ganz gereicht. 1% ist über. Das ist ja kein Verlust in dem Sinne. Wir werden einfach von der nächsten Schaufel einen ganz kleinen Rest reinmachen, ganz kleinen Spill und dann erstmal den Eimer tauschen. Und dann sehen wir das Ganze. So. Ich glaube, ich muss so ein kleines bisschen aufmachen. Ich glaube, das dürfte schon gereicht haben, sage ich doch. So, lassen wir hier mal raus. Ein bisschen Licht haben wir ja durch. Ich lasse mich hier weg. Durch den Bagger. Einfach mal eine kleine Funzel hier noch angeschmissen. Die gibt ungefähr so viel Licht wie gar nicht. So, aber da sehen wir den Eimer, das ist das Wichtigste. So. Zweitwichtig ist, dass wir noch vernünftig darunter platzieren. Ja, haben wir. Dann klettern wir mal wieder unseren Bagger. Und dann sind wir schon wieder bei der nächsten Geschichte. Ja, 16 Eimer. Das ist das Ziel der ganzen Aktion. Ein kleines Marathon-Baggern, was wir hier machen. Ja, wir wollen den Spaß mal richtig eine große Aktion draus machen. Mal gucken, dass wir ein richtig bisschen Gold rankriegen. Vielleicht haben wir auch Glück, dass da. Ups, falsch. Das war natürlich jetzt für im Dunkeln eine ziemlich doofe Sache, an der Entfernung was zu machen. Aber ich würde sagen, ich treffe sie gerade noch. Ja. Ja, die Prozente sind auch okay. So. Ja, man hätte jetzt hier vielleicht schon wieder eine Runde Licht aufbauen können oder so, aber wie gesagt, momentan komme ich hier mit dem sehr gut zurecht. Wir waren noch ein bisschen zu weit außen für unseren Winkel. Weil ich lasse den einen Winkel immer bei und fahre den Bagger ein kleines Stückchen oder setze nachher insgesamt den Winkel einmal um. Aber versuche erstmal alles in einem Winkelbereich zu machen. Liegt einfach daran, dass ich es mit Maus und Tastatur steuere und jetzt einfach nur hoch und runter Bewegung und links und rechts machen muss. Und die anderen Achsen für mich so außen vor sind. Was auch kein Problem ist, weil ich komme überall dran, wie man sieht. Und von der Geschwindigkeit her geht es auch noch. So, vielleicht ein bisschen hoch. So. Und rein mit dem ganzen Zeug. So, dann wollen wir mal gucken, wie ergiebig hier wir die Kanten abgebaut kriegen. Paar Stunden Schlaf werden wir so gönnen. Aber ich würde sagen, den Schlaf werde ich erst oder die Schlafenszeit werde ich erst aussuchen, wenn wir den nächsten Eimer hier noch voll haben. Und dann gucken wir mal. So. Ja, das läuft dann meistens auch in einher, dass ich dann auf dem Rückweg die ganzen Geräte wieder mit Sprit auffüllen, damit wir auch weitermachen können. Ne? Macht ja Sinn. Da seht ihr hinten immer im Lichtschein immer unseren guten Hänger mit den ganzen Eimern drauf, die schon voll sind. Wir sind ja schon eine Ecke über der Hälfte überhin. Ich weiß jetzt gar nicht so aus dem Kopf, wie viel der Eimer das jetzt hier ist. Ich habe bei lauter Baggerei hier den nicht den Faden verloren, aber die Zählung. Was aber nicht ganz so wild ist, solange nur noch leere Eimer liegen, sind wir halt nicht fertig, ne? So simpel ist das Ganze. So, um damit. So. Sehr schön. Auch wieder geklappt. Ja, momentan haben wir relativ selten eine Verlustschaufel, also sprich, wo wenig, zu wenig drauf ist. Das geht eigentlich momentan. Bin ich relativ zufrieden.
So. Schätzungsweise noch zwei Schaufeln. Ja, wir kommen diesmal sogar so an, dass er noch nicht mal fertig ist mit dem Durchlaufen lassen. Das heißt, mit unserer jetzigen Schaufel, ja, läuft er es an. So, mal gucken, entweder brauchen wir sie noch ganz oder zum Teil, aber ich glaube nicht, dass wir danach noch eine brauchen, oder? Ne, das sieht schon ganz gut aus. Werd mal. So. Werd mal ein bisschen aufmachen hier noch. Da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. 20%. Wie gesagt, man will ja kein Material verschenken. Da haben wir die 100. So, wunderbar. Einmal fix ausgestiegen. Dann nehmen wir uns wieder mal den Eimer. Laufen rüber zum Hänger. Und ja, damit dürfen wir natürlich nicht nur Gold machen, sondern auch eine ganze Menge Magnetit dementsprechend hinkriegen. Ja, ich würde sagen, lauf mal hier rüber. Hab mal meinen kleinen Strahler hier an. Hatte ich hier nicht irgendwo Kanister liegen? Ja, da. Ich würde sagen. So, dann wollen wir den Spaß mal auftanken hier. Dann brauchen wir gleich auf dem Rückweg nur zurückrennen und alles. Können wieder loslegen. So, hier vorne ist die nächste. Da haben wir den. Voll machen bitte. So. Drei Wasserpumpen sind es noch. Gehen wir aber alles hin. So, so, ich bin mal gespannt, ob es irgendwann auch große Wasserpumpen und sowas noch gibt. So richtig gesehen hatte ich das so leider nicht. So, ich werde jetzt hier mal die Dämmerung anschmeißen. So. Ich weiß, ich muss noch die eine Wasserpumpe hier hinten machen. Da haben wir das gute Stück. Und ich muss noch die Geräte direkt an unserer Waschanlage machen. So, flitzen wir wieder zurück. Tag 21. Irgendwo dran hängen. Kann mein Licht auch schon mal wieder ausmachen. Da, da, da. Upp, du, du. Ups. Ja, irgendwann müssen wir auch mal eine richtige Ladung Sprit kaufen. Aber was werden wir dann machen, wenn wir eine, wenn wir unsere große Goldaktion hier machen und das Gold verkaufen, dann werden wir auch auf jeden Fall hingehen und mal unseren Tankwagen komplett voll machen. Ja, der Eimer ist frisch, das ist schon mal gut. Hier machen wir schon mal den Verschluss auf. Wow, der schluckt richtig. So, dann machen wir den hier hin und jetzt halt hier den Deckel zu. Und gucken. Hat aber noch gereicht. Ja, hier läuft alles. Das ist wunderbar. Dann hüpfen wir mal unseren Bagger rein. Hier würde ich sagen, ja, ich habe noch was drin in meiner Schaufel. So, Licht kann aus. Schaufel auf. Da gibt es noch ein paar Prozente, Mann. Fast geschlampt, würde ich sagen.
So, und hier ran damit. Ja, so langsam aber sicher buddeln wir uns hier auf eine kleine Insel. Das ist aber auch kein Problem. Wie schon gesagt, ich habe auch kein Problem mit dem Bagger, die Position zu wechseln und den ganz anders zu buddeln. Ich kann mich auch zum Beispiel in die Richtung ein Stück hinstellen. Also zum Beispiel hier hinstellen. Dann würde ich von der Entfernung da immer noch hinkommen. Ne? Wenn ich hier stehen würde zum Beispiel. Und könnte halt den Hang hier weiter abbauen. Das ist machbar. Ne? Aber wie gesagt, das hier zum Beispiel ist schon ein gebuddelter Haufen. Da braucht man halt dann nur so einen, das heißt nur so einen, halt einen freundlichen kleinen Bagger für, ne? Da muss man mal gucken, was man macht. Auch hier hinten an der Ecke müsste man vielleicht mal gucken, ob man da nicht noch eine Runde buddelt. Ich weiß auch nicht, ob man mit dem anderen auch so in der Erde ein bisschen rumbuddeln kann oder nicht. Oder ob der halt nur Sachen aufnehmen kann vom Bagger. Das ist jetzt die Frage. Habe ich mich zugestehenerweise noch nicht darum gekümmert und auch noch nicht ausprobiert. Aber sollte man vielleicht mal, ne? So. Kommen wir in einer fast perfekten Höhe an. Ich habe, jetzt muss ich zugestehen, nicht gesehen, wie viele Eimer da noch lagen, aber es waren auf jeden Fall noch welche da. So, und solange ich mir hier noch den Boden unter die Füße weggraben kann, werde ich natürlich auch noch weiter buddeln. Aber so kommen wir natürlich einigermaßen tief. Aber wie gesagt, das müssen wir mal gucken. Den Bagger in die Tiefe zu fahren, das wäre noch eine Idee. Und dann halt oben mit einem Radlader sowas das Ganze aufzunehmen. Wir müssen mal gucken, was wir da so haben. Ich habe den Preis jetzt leider nicht mehr im Kopf dafür. Ja, ich wollte gerade erst nicht hochgehen, also ich machte mir schon Sorgen um meinen Bagger. Ja, ihn hier zur Seite zu stellen und natürlich den größeren Excavator, also den größeren Bagger zu holen, den 400er, mit der größeren Schaufel, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Der hat natürlich auch einen anderen Arm und da würden wir auch tiefer mitkommen natürlich, ne? Und alles so die Sachen, die man halt bedenken kann. Da müssen wir dann echt mal gucken, was man draus macht. So. Schön aufmachen das Ganze. Wir und der Bagger. Aber das werden wir dann mit unserer nächsten Tour mal machen, sozusagen. Einfach mal gucken, was geht da noch.
So. Ja, meine, ne, Erkältungsgeschichte ist immer noch so ein kleines bisschen im Hintergrund zu spüren. Bitte also deswegen mein Geräusper hier noch ab und zu entschuldigen. Ah, da kratzen wir schon ein bisschen rum. Das ist ein bisschen zu viel auf einmal. So, aber läuft und läuft und läuft. So. Ja, aber mit dieser wunderbaren kleinen Schaufel, die wir hier gerade machen, sind wir auch leider schon wieder am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ja, auf dem Weg zu 16 Eimern, das große Ziel. Gucken, wie viel davon schön auf dem Hänger passen. Wenn noch mehr raufpassen, dann machen wir das nächste Mal auch noch mehr Eimer. Ja, aber wir sind leider, wie gesagt, schon am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über die passenden Sachen freuen. Wie zum Beispiel einen Daumen oder ein Abo wäre natürlich klasse. Genauso wie auch ein Teil spitzenmäßig wäre. Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis morgen dann.